Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Erst neulich habe ich euch den ID-Card-Holder von OneTigris vorgestellt. Ein sehr praktisches kleines EDC-Wallet. Das Video dazu verlinke ich euch in der Videobeschreibung. OneTigris hat mir zudem eine Pouch zugesendet. Das ist die OneTigris Dragon Snail in der Basic-Ausführung. Den Bezug und alles Wichtige zur Pouch findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Auf diesem Wege vielen Dank an OneTigris. Das ist natürlich eine tolle Sache. Es geht direkt los. Wir haben hier eine schöne geräumige Pouch, 20 cm mal 13 cm. Lässt sich hier auf 6-7 cm aufplustern. Material ist strapazierfähiges Cordura. Die Farbe bzw. das Tarnmuster nennt sich Multicam. Diese Pouch gibt es auch in Schwarz, muss man dazu sagen. Man sieht hier eine schöne große Klettfläche. Da kann man dann diverse Patches anbringen. Man könnte beispielsweise auch den Inhalt kennzeichnen, wenn man das möchte. Ansonsten ist diese Pouch Molle-kompatibel. Das ist hier stabiles und sauber vernähtes Gurtmaterial. Findet man auf beiden Seiten. Man könnte diese Pouch auch an einem Rucksack anbringen. Hier hat man zwei große Schlaufen. Die sind mit einem Druckknopf befestigt. Also, wenn das Gewicht nicht allzu schwer ist, könnte man diese Pouch auch an einem Gürtel tragen. Also, das ist schon mal gut gemacht. Die Reißverschlüsse sind auch gute Qualität, das zeige ich euch gleich. Von außen gibt es hier überhaupt nichts auszusetzen. Gute Verarbeitung, ansprechende Optik und man hat mit diesem Molle-System eine hohe Flexibilität in Bezug auf die Befestigungsmöglichkeiten. Jetzt geht es dann ans Innenleben. Das zeige ich euch anhand von drei Beispielen. Los geht es mit EDC. Dann machen wir diese Pouch mal auf. Innen ist das sehr geräumig. Man sieht eine sinnvolle Aufteilung. Man hat hier sehr breite und stabile Gummibänder. Also hier passt eine relativ große Taschenlampe rein. Dann ein großes Victorinox, ein 111er. Hier ein Monokular, das kann man vielleicht auch mal brauchen. Und ein Multitool. Stift. Hier ist ein Fach, da könnte man beispielsweise einen Allwetterblock reintun. Auf der anderen Seite hat man ein schönes großes Netzfach. Da sieht man dann auch gleich, was da so drin ist. Hier zum Beispiel Klettbänder oder ein bisschen Paracord. Man kann hier auch seinen Technikkram drin verschwinden lassen, Kabel, eine Powerbank oder eben auch Kabelbänder. Also wirklich sehr geräumig, qualitativ. Richtig gut gemacht, richtig stabil, ist auch sauber vernäht. Links und rechts sind hier zwei so Klappen, das heißt, hier kann nicht so leicht herausfallen. Und was man auch nicht unterschätzen darf, man hat außen noch diese Mollebänder. Da könnte man beispielsweise auch ein Moracanspul befestigen. Das passt von den Abständen ziemlich perfekt. Oder wenn man mit der Pouch gerade arbeitet, könnte man hier auch mal ein Messer dran klipsen. Oder vielleicht auch eine Taschenlampe. Also, das ist schon sehr praktisch. Ja, das war jetzt nur mal ein Beispiel für die Befüllung. Das kann natürlich auch ganz anders aussehen. Aber ja, ich denke, so könnte man das machen. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Das wäre das hier. Diese Pouch kann man natürlich auch für Werkzeug verwenden. Hier gibt es jetzt dann ein paar Überschneidungen zum EDC-Set, aber EDC und Handwerk lässt sich manchmal auch etwas schlecht trennen. Hier wieder die Klettbänder. Schnur kann man auch immer brauchen. Und die Kabelbinder. Hier eine Arbeitsleuchte. Das ist eine Säge, da kann man verschiedene Sägeblätter einspannen. Dann auch wieder ein Multitool, Rollgabelschlüssel, Mini-Ratsche, noch eine Zange, Meterstab, kleine Taschenlampe. Ja, hier ein Bleistift und dann auch hier wieder dieser Allwetterblock. Also, ihr seht, da passt wirklich einiges rein und ist wirklich eine sehr praktische Sache. Ich komme jetzt zur letzten Anwendung. Als Erste-Hilfe-Pouch ist die Dragon Snail auch gut geeignet. Hier beispielsweise kann man gleich eine Beatmungsmaske am Reißverschluss befestigen. Dann machen wir hier mal auf. Hier ist Hautdesinfektionsmittel, F-Pflaster, verschiedene Scheren. Das sind
zwei Klemmscheren und eine Verbandsschere. Dann eine Pinzette mit Lupe. Multitool ist auch nicht so schlecht. Hier ist eine Klinge mit Serrations dran. Und insofern ist das schon mal praktisch. Medikamente kann man auch mitnehmen. Stift kann man immer brauchen. FFP2-Maske ist heutzutage auch Standard. Diverse Wundabdeckungen. Ja, die tue ich hier mal raus. Dann Verbandsmaterial. Reinigungstücher, Alkohol. Pflaster und Handschuhe. Also hier ist noch eine Wundabdeckung. Auch dafür ist diese Pouch wirklich sehr gut geeignet. Ich denke, es ist Zeit fürs Fazit. Mein Fazit, die Dragonsnail von Vantagris ist sehr flexibel anwendbar. Das waren jetzt nur drei Anwendungsgebiete, da gibt es sicher noch viele, viele mehr. Und man kann so eine Pouch bestimmt auch sinnvoller zusammenstellen als ich. Aber es ging mir darum zu zeigen, wie vielseitig und praktisch so eine Pouch ist. Die Größe ist auch gut, das passt locker noch in jeden Rucksack. Das Molle-System erlaubt einem große Flexibilität beim Tragen und auch in Sachen Befestigung. Die Materialien sind gut, Cordura und Gurtmaterial. Das ist wirklich alles auf Langlebigkeit ausgelegt, auch hier diese stabilen Gummibänder. Die Verarbeitung passt auch, da gibt es nichts dran auszusetzen. Der Preis liegt bei 26,99 Euro. Das ist fair fürs Gebotene. Ich verweise nochmal auf die Videobeschreibung. Da findet ihr alles zur Dragonsnail von Vantagris. Dann noch ein Dank an Vantagris, dass ich diese beiden Sachen vorstellen durfte. Das hat wirklich Spaß gemacht und da bin ich offen, wenn nochmal sowas kommt. Das war's dann auch schon. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.